müssen wir das noch exodieren vorher. Und dann machen wir das halt. Exodieren wir es halt. Dann kommt 01. Wunderbar. Jetzt Volumenschwerpunkt. Bitte. Das schaut nicht gut aus für mich. Der ist hier. Der Mittelpunkt. Oh, ist der nah? Ist der nah? Ist der nah? Ist der nah? Servus, grüßt euch. Ich habe gerade mein zweites BIM Starter Paket Seminar hinter mir. Und ja, heute war ich viel zufriedener als beim letzten Mal. Irgendwie war es diesmal entspannter. Es lag nicht an die Gäste, es lag immer nur an meinem Konzept und meiner Ausarbeitung. Heute haben wir das irgendwie cooler durchbekommen, besserer roter Faden bekannt gewesen. Aber eines möchte ich jetzt machen mit euch. Ich mache jetzt eine Bayernkarte. Ja, so, Teilbild dazu und den 114, zack, malen. Ich habe mit einer Dame gesprochen, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf. Mach ich mal lieber nicht. Vorsichtshalber, und da ging es eigentlich um Bayern, dass sie aus Oberfranken stammt und ich aus Oberpfalz. Und ich kann mich ja erinnern, dass ich glaube, in Kemnaden oder so soll der Mittelpunkt von Bayern sein. Und das möchte ich jetzt mal testen, weil ich komme aus der Oberpfalz, aus diesem Zipfel hier, irgendwo, aus Dietfurt an der Altmühl, und das scheint mir eigentlich die Mitte zu sein. Und ich möchte jetzt mit Altland testen, ob nicht ich im Herzen Bayerns sitze. Dazu gebe ich jetzt schnell noch Dietfurt Bayern ein auf Mapsy. Maps. Mann, Peter. Dann gebe ich halt nur Maps ein. Ne? So, Google Maps. Dietfurt. Oberpfalz. Kann man das irgendwie so trennen? Ja, ja, sag mal. Okay, also kann ich da irgendwie eine Pinnadel setzen? Hier sind wir, ne? Hier. Ah, hier kann man. Ja, passt. So, und jetzt Oberpfalz. Wenn die wird. Ist hier? Da, wo der Mausträger drauf ist, hier ist Dietfurt, ne? Oberpfalz. Vergleichen wir das mal in Altplan. Hier, ne? Also, ich mache hier ein Screenshotty. Zack, du her damit. Der Punkt war spannend, oder? Zack. Altplan. Ja, mit dir. Das vergrößern wir auf jeden Fall mal. Oh, nicht verzehren. Wenn dann überall gleichmäßig. 10, 10. Gut. Das fügen wir ein. Also das ist der Zipfel hier. Hier ist es. Hier ist es. Dann geht hier eine Welle hier rum. Ja. Der Bolzen ist da, der Bolzen, dann geht's hier. Ja, das gehört nur zur Oberpfalz, das ist zu braun hier, oder? Ich würde mal sagen, wir sind hier. Genau hier, oder? Und hier markiere ich jetzt einen Punkt. Einzelpunkt. Hier würde ich sagen, ist Dietfurt. Wir vergleichen nochmal mit Google Maps, nicht, dass ich irgendeinen Schmarrn verzapf. Seht ihr? Hier fließt das, fließt hier. Hier fließt der Fluss. Wer weiß, wie der Fluss heißt, der kriegt von mir einen Döner spendiert, wenn ich mal sehe. Okay? Hier ist Dietfurt. Also, wir sind ziemlich hier. Das passt. Hier. Und jetzt, wie kriegen wir das heraus? Ich mache das hier auf Passiv. Und jetzt machen wir eine 3D-Fläche und dann können wir doch den Mittelpunkt irgendwie rauskriegen, oder? Oh, gibt es eine DWG von Bayern? DWG Bayern? Moment, vielleicht gibt es sowas. DWG Bayern Download. Das Alkis. Geodaten online von den Alkis? Was?
Was? Alkis? Okay. DXF. Vektordaten. Ach, bestellen. Nee. Das ist mal zu viel Arbeit. Wir machen das jetzt so. Na. Komm, den Weg sparen wir uns. Wir machen das grob. Ja, ich weiß, das könnte alles wichtig sein, aber wir machen es ja wirklich ungefähr. Und ich glaube, wir kommen schon ziemlich gut hin. Im Mittelpunkt. Wer will das Ergebnis endlich sehen? Ich weiß eh, dass so viele jetzt vorspulen werden. Und sich den Zenobern nimmer geben. Guck, ich hab gerade da. Ja, heute mit Hemd, gell? Und der auch frisch geduscht. Eieieiei. Das mit Bewährung kopieren. Eieiei. Ah, ich war gerade in Gedanken. Weil jemand gesagt hat, das mit Bewährung nach oben kopieren, das hat jemand gleich im ganzen Büro geteilt. Das freut mich gleich immer, wenn ich sowas, so einen Mehrwert liefere. Das freut mich wirklich brutal. Das ist meine Mission. Altplaner noch besser zu machen. Also ich glaube, wenn man einfach Probleme löst, dann kann man gar nicht mehr jammern, oder? Wenn man einfach jeden Tag ein Problem löst, wunderbar. Für mich ist es jetzt Entspannung. Ich muss zwar noch heute was sehr viel leisten und arbeiten, aber ihr seht ja, ich habe trotzdem irgendwo ein gutes Background, Basic Wissen und deswegen bin ich schnell mit meiner Arbeit. Und da kann man sich auch mal dann so eine Karte von Bayern in ein Teilbild legen und hier den Mittelpunkt von Bayern ausrechnen. Also ich will es jetzt offiziell haben, ob ich hier recht liege oder nicht. Wo ist Dietfurt? Dietfurt an der Altmühl. Das ist der Hauptsitz von Altplan. Ne, Regensburg ist halt wirklich ein Tragwerksplanernest, muss ich echt sagen, durch die CS Concept. Da sind so viele coole Altplan-Trainer, ich mag die alle sehr gern, muss ich echt sagen. Ich habe die echt ins Herz geschlossen. Für mich sind die Altplan-Trainer eigentlich meine Teamkollegen, muss ich ehrlich sagen. Muss ich ehrlich sagen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist in den letzten Videos? Nicht bloß in den letzten, wahrscheinlich mache ich das schon immer, aber ich mache es sehr oft. Keine Ahnung, was das liegt. Warum räusper ich so oft, wenn ich meine Selbstgespräche im Video mache? Das ist echt komisch, oder? Selbstgespräche im Video. Aber ihr seid ja eigentlich auch irgendwo meine Kollegen, denn ich spreche eigentlich ja irgendwie zu euch und nicht mit mir selber, oder? Sonst wird es irgendwie komisch. Ich sitze schon wieder da. Ich müsste eigentlich schon wieder meinen Rücken mal durchpressen. Und gerade auch schon. Aber das tue ich nicht. Perfektion ist dir nicht gegeben. Und escapen. Wo ist Bayern? Schaut das geil aus. Wow. Schaut eigentlich aus wie so ein Monster. Kann man jetzt da so ein Auge machen? Da ist die Zunge. Das ist die Nase, ne? Ja. Jetzt der Mittelpunkt. Wo kann ich das machen? Mittelpunkt. Irgendwo gab es es. Man muss immer wissen, dass es gibt, ne? Na, Schwerpunkt heißt es. Schwerpunkt. Volumenschwerpunkt. Müssen wir das noch exodieren vorher? Und dann machen wir das halt. Exodieren wir es halt. 0,01. Wunderbar. Jetzt Volumenschwerpunkt. Bitte. Schaut nicht gut aus für mich. Der ist hier. Der Mittelpunkt. Oh, ist der nah? 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 Also da bin ich. Oh, da bin ich jetzt noch nah. Jetzt passt auf, Kinder. Kinder. Ich rede halt mit meinen Kindern aus. So. Kann ich den. Verschiebt sich der automatisch? Nee. Puh, ich bin mir nicht sicher. Ob der nicht dann auch drüben wandern würde, wenn ich hier noch ein bisschen nachjustieren würde? Boah! Dietfurt, der Mittelpunkt oder das Herzen, das Herz von Bayern. Ja, das wurde ja alles irgendwo berechnet. Ich glaube, das ist Kemnatten. Kemnatten ist der Mittelpunkt. Aber ich will jetzt da nicht lügen oder irgendwas. Oder was, Kipfenberg? Aber irgendwie sowas, ne? Wenn ich jetzt. Ja, doch, Kipfenberg, das stimmt! Kipfenberg ist der Mittelpunkt von Bayern. Wahnsinn!
Mann, das stimmt wirklich. Wahnsinn. Also, jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Ich habe die Bayern-Karte nochmal in Alpland nachgebaut. Wer für diesen Spaß wieder zu haben war, der muss jetzt auch liken. Servus, ciao, euer Peter. Bis zum nächsten Mal.